Hallo und herzlich willkommen zurück im Haukeland. Heute mal wieder ganz alleine. Einmal in-game und auch im Teamspeak-Server. Ich hatte vorhin gesehen, bei Steam ist Shulin online gegangen, aber auch der spielt Space Engineers. Ein Spiel, wo ich mich immer noch nicht zu durchringen konnte. Ich habe heute Nachmittag nochmal eine Runde Fallout aufgenommen. Weil die Aufnahme vom Samstag doch, wie gesagt, geringfügig verkackt war. Jetzt habe ich hier die Taschen voller Mist und keinen Platz, den Rummel abzulegen. Ich sollte mir vielleicht einen Rucksack holen. Wie steht's mit der Batterie? Die sieht noch gut aus. Nahrungsmittel habe ich auch noch einiges. Und im Grunde den Gemeißelten will ich nicht, sondern den Glatten. Glatten Sandstein. Und dann werde ich erstmal eben in meine Pyramide rüberporten und mir da einen lustigen bunten Rucksack holen. Da habe ich ja noch ein paar von. Mal eben gucken. Hier. Nehmen wir den grünen. Da. So. Nein. Den. Ja. Und da können wir dann schön die Sachen mal reinschmeißen, die wir jetzt erstmal nicht brauchen. Das und das. So. Schwarzpulver. Dafür, dass das nur Solarifari von mir aufgenommen wird, haben wir dann doch schon ganz schön viel eingesammelt. So, das packe ich mir mal dahin. Ja, und dann kannst du ja eigentlich auch schon direkt wieder zurückgehen. Nehmen wir hier mal so eine Reihe mit, würde ich mal sagen. Sollte noch ein bisschen Platz lassen für Erde und Stein, den ich dann noch abbauen kann. Und dann muss ich auch mal gucken, wie breit dann letztendlich die Mauer jetzt auf der Innenseite wird. Sollte mich vielleicht erstmal hier so ein bisschen in die Richtung vorarbeiten. Ich hätte auch die Hacke nehmen können. Habe ich jetzt nicht dran gedenkt. Puh. Habe ich hier schon die ganze Lava gelöscht. Es hätte sonst ein heißes Bad werden können hier. Ein ziemlich heißes Bad. Packen wir mal ein bisschen Erde rein, damit hier keine Viecher spawnen. Ich stehe nicht so auf Gestöhne aus dem Untergrund. Oder anderweitige Laute. Na los, lauf!
Ja, ist ja doch noch eine ganze Ecke hier. Ich sollte da wirklich mal die extreme Spitzhacke nehmen. Rucksack. Da. Mal gucken, wie ich das dann mit Beleuchtung hier im Inneren gestalte. Wobei dann natürlich auch die, ja, entweder Redstone-Lampen beziehungsweise Glowstone-Lampen oder original Glowstone. Da muss ich nochmal gucken. Hoppel, geh da weg. Jetzt kommst du hier noch quasi unter die Räder. Na los. Inventar voll. Na lupa. Ja, dann muss ich wohl erstmal hier so eine Reihe hinlegen. Von einem Wildschwein verfolgt. Na, komm. Put. Keine Erde mehr? Das ist ja Sabotage. Mal hier noch was rumliegen. Jo. Natürlich. Jetzt wird da doch noch dunkel. Nee. Ey! Aua! Erstmal Möhrensaft trinken hier. Puh.
Game Day. So. Dulde hier keine Dunkelheit. Andy in der Grube. Was war das denn jetzt? Ist der Enderman jetzt von dem Skorpion platt gemacht worden? Von mir aus? Da verglitscht er. Mal gucken, wie weit ich jetzt hier komme. Ist natürlich auch quasi nichts über an Platz. Weg schön noch mal ein bisschen Erde abbaggern hier. Kann ich da mal in den Manipulator schmeißen? Ne. Da schon wieder voll. Aber auf jeden Fall können wir hier vorne erst noch mal ein bisschen Fußboden legen. Nicht zu hoch. Geht schon wieder los mit den Fails. Unaufhörlich geht es weiter. Trab, trab, trab. Jetzt kann ich hier hinten auch noch mal gucken. Ups. Ist ja noch richtig viel Wasser. Hier ist alles weg, natürlich. Alles schön despawned. Erstmal den Rumsch hier wegbringen. Hier war der ganze Mist. Ich den erstmal abladen gehen hier. Diedel, diedel, diedel. Kohlen.
zumindest heute mal den Fußboden hier fertig kriegen. Weil es ist ja echt nichts Ganzes. Nix Halbes. Hier zumindest mal eine einheitliche Grundfläche habe. Ich habe immer noch nicht auf der Karte nachgeguckt, auf der Dünnmap, wie das jetzt hier alles so aussieht. Falls ihr das mal machen wollt, dann könnt ihr das gerne tun unter haukenland.de.vu. Da gibt es eine Live-Map. Da könnt ihr mir also beim Rumwanken hier zugucken oder wenn die anderen mal online sein sollten. Was ja in letzter Zeit leider nicht so häufig passiert. Boah, meine Spucke wirft Blasen. So viel Zucker gesoffen. Da klebt das komplette Fressbrett. Schäfchen. Dann bringen wir hier nochmal die restlichen Stacks unter. Yeah, rock and roll. Könnte eigentlich auch noch mal ein bisschen Sand gebrauchen, damit ich das Wasser dazu machen kann. Aber ich denke mal, mit Erde sollte das auch ganz gut funktionieren. Ist halt nur nicht so physikalisch vorteilhaft, sagen wir mal. Irgendwie bin ich heute schon den halben Tag so müde. Weiß auch nicht. Dicke Augen. So wie Hype No Toad. All hail the Hype No Toad. Er könnte doch ein etwas längeres Unterfangen noch werden hier, weil es ist doch noch eine ganze Menge an Fläche, die hier quasi gepflastert werden muss. Obwohl, ich könnte noch Kies auf Tasche haben. Könnte ich ja hingehen und den da mal verwursten. Muss ich auch nochmal zumachen.
schon wieder Nacht. Kies habe ich gar keinen. Tja, das ist ja bitter. Kohle rupfe ich da jetzt nicht extra raus. Na, hau ab. Geh weg, Qualle. Ja, wird schon eng mit dem Lebensraum, wa? Wenn noch einer Fische braucht, da unten liegen noch zwei. Geh weg, du lustiger Clownfisch. Hier hinten mal weiter. Bisschen können wir noch mitnehmen. Nanu ist aber voll. Kommen wir da durch? Keine Ahnung. Probieren wir es einfach mal aus. Wahrscheinlich ist jetzt das eh der letzte Stack. Wusste ich's doch. Mal erstmal abladen hier. Habe ich einen Hicks auf. Die Sachen kann ich auch mal in den Rucksack packen hier.
Nein. Menno. Das ist dahin, das dahin. So und so. Dann haben wir noch diese Hide. Hier direkt an. Dann arbeiten wir uns da mal auch rüber. Muss ich noch diesen Höhleneingang verschließen irgendwie. Am besten noch ein bisschen für Beleuchtung sorgen, damit da keine Viecher ankommen. Sonst hört man das ständig. Muss ja auch nicht sein. Laut! Hier schien es wohl mal Ressourcen gehabt zu haben. Trap, 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 trap. Ja, es dürfte echt ein schwieriges Unterfangen werden, alleine heute noch den Rest vom Fußboden fertig zu bekommen. Wie schon gesagt. Ja, machen wir das mal dicht hier. Ich hatte es ja. So.
Inventar voll. Ja. Hier erst noch mal ein paar Reihen ziehen. Und ich sollte mal wieder Tag machen. So. Dr. So has returned. Nehme ich dann auf dem Rückweg noch mehr mit. Mal wieder nicht die spannendste Aufgabe, ich sag mal, um da ein schönes Gesamtbild nachher abzuliefern, muss natürlich auch ein Fußboden da rein, sonst kannst du ja direkt in der Höhle wohnen gehen. Wobei das noch nicht mal die schlechteste Idee wäre. Mit den leeren Flaschen ist es wie im wirklichen Leben. Man braucht sie dann irgendwann nicht mehr. Und dann werden sie weggeschmissen oder wieder zurückgegeben. Das war ja auch das Witzige damals an diesem Pfandautomaten, als dieses System gerade neu war. Dann stand dann auf den Bonds, die man bekommen hat, Einweg-Rückgabebeleg. Die musste man dann natürlich an der Kasse abgeben, aber ich hätte natürlich gerne einen davon gehabt. Weil, also das spottet wirklich jeglicher Beschreibung. Einweg-Rückgabebeleg. Jetzt sind wir ja schon einen Schritt weiter. Einweg-Pfandflaschen. Wobei, es will sich mir immer noch nicht erschließen, warum das so ist. Warum wir unsere Getränkeflaschen wieder da, ja nicht unbedingt da, wo wir sie gekauft haben, abgeben müssen. Aber dass wir die Dinger überhaupt irgendwie zurückgeben müssen. So dieses aufdoktroyierte, so ja, du kaufst hier Billo-Flasch, also musst du dann auch wieder den Scheiß zurückgeben, weil kostet 25 Cent. Oder Dose, oder. Wobei dann natürlich ab, ich weiß gar nicht, ich glaube 3000 und 1 Milliliter diese riesigen Billo, ganz Billo Cola oder Limonade an sich oder hier Powerbrause, die ist dann pfandfrei. Wahrscheinlich mit purer Absicht, weil die Flaschen dann so groß sind, dass sie in diese scheiß Rückgabeautomat nicht mehr reinpassen. Eine pure Absicht. Meine, ich würde es auch machen, um die Getränkeindustrie zu betrollen oder wer da auch immer dieses Recycling-System, das dahinter steht. Die ja dann doch nur hingehen und ich glaube, in Deutschland wird der Kunststoffabfall zu 70% verbrannt. Das heißt also, man trennt schön säuberlich zu Hause seinen Abfall und macht das dann auch natürlich so, wie dann auf den Säcken draufsteht. Bitte ne, leer machen und am besten die Joghurtbecher auch auswaschen. Weil Wasser kostet ja kein Geld, weder das Abzapfen noch das Ausgießen, damit dann auch schön saubere Joghurtbecher in eine Müllverbrennungsanlage landen. Wo nämlich der ganze restliche Scheiß vom Haushaltsabfall auch landet.
Und den Bioabfall kriegst du dann irgendwann nach 2 Jahren als guten Mutterboden oder als Anzuchterde, Pikiererde, dann wieder schön für 5,98 das Kilo im Laden verscherbt. So wie in Fight Club. Das beste Fett kommt vom Menschen. Wir verkaufen den alten Ladies ihren eigenen fetten Arsch zurück. Und genau das macht die Abfallwirtschaft mit uns allen in Deutschland. Ja, auch irgendwo. Ja. Will ja jetzt keine Bösartigkeit unterstellen oder Mutwilligkeit. Aber so ist es nun mal. So läuft es doch. Er sagt, nein, das ist ganz anders. Ja, dann, glaube ich der Statistik nicht, weil ich glaube nur Statistiken, die ich selber gefälscht habe. Eine Weisheit, die ihr mit in euer Leben nehmen solltet, traue keiner Statistik, die ihr nicht selber gefälscht habt. So wie jetzt auch gestern ist die aktuelle Folge Fernsehkritik.tv unter fernsehkritik.tv zu finden, online gegangen und da war es dann auch so von wegen die 100 besten oder die besten Deutschen oder irgendwie so eine Käsequark-Sendung wieder. Die besten, ja, die besten Männer, die besten Frauen. Da gab es dann ja wohl irgendwelche Entwürfe, Vorwürfe gab es da. Und daraufhin musste dann irgendwie ein Bauernopfer dann das Haus da verlassen. Also mit anderen Worten, da ist ein Redakteur gefeuert worden, weil da wohl irgendwelcher Schmu betrieben worden ist. Und mir kann auch niemand erzählen, dass Angela Merkel die beste deutsche Frau ist. Da gibt es, denke ich mal, andere Frauen, die in Deutschland wichtigere Arbeit getan haben oder bessere Arbeit letztendlich geleistet haben als unsere werte Frau Bundeskanzlerin. Helmut Kohls sozialistische Ziehtochter. Ja, was soll man dazu sagen? Es kam der Vergleich natürlich auch auf, wie das denn gewesen wäre, wenn jetzt so ein Vergleich in Russland stattgefunden hätte und Wladimir Putin wäre auf dem ersten Platz der besten Russen gewählt worden. Da hätten doch alle gesagt, ja, das ist ja klar, weil wegen Propagandamaschine. Aber in Deutschland, da ist das so. Angie ist Mutti. Ja. Und wenn die sagen, Mutti ist am ersten Platz, dann entspricht das total der Realität. Muss wohl. Ich kann immer nur sagen, ich habe sie nicht gewählt. Nee, weil das, ist im Grunde unwählbar. Wie gesagt, bei uns ist die Kacke nicht braun, bei uns ist die Kacke schwarz schon. Das spricht eigentlich dann schon für, Blut im Stuhl. Also mit anderen Worten, rein organisch ist da was im Argen. Noch mehr Erde? Scheinbar ja nicht. V.
voll, voll. Taschen wieder voll machen. Es wird schon wieder Nacht. Oh, Durst. Nein. Oh, und meine galaktische Gummihose ist fast leer. Das gefällt mir auch gar nicht. Pferde, Schafe. Boink. Ich will nur hoffen, dass da nachher nicht mehr so viele Tiere hier spawnen. Aber ja gut. Auf Steinen, glaube ich, spawnen die auch nicht so gerne. Nur nachts hast du dann natürlich entsprechend Action. Hier die Beleuchtung fehlt. Ein Rabe. Auch eigentlich eher ein seltenes Tier, das hier spawnt. Weiß auch nicht warum. Hier seitlich gucken, ob da vielleicht noch was rumliegt. Aber ich glaube, im Zweifelsfall ist es schon despawned. Na? Hier geblieben. Gleich mal auf dem Rückweg noch mal ein paar Steine rauskloppen. Wie? Leer? Das ging jetzt aber schnell.
Hier alles halt zu betoniert, fertig. Nimm mal im Ernst, jetzt wissen sie es. Ja. Ein Riesenschacht. Hier nochmal hin und her. Hochwand. Alter, du bist voll lame. Das nehmen wir wohl noch mit hier. Den Platz haben wir wohl noch. Na, das war schon wieder Schlamperei hier. Auch noch. Ist ja auch so eine Sache. Hier wächst das Gras wie Scheiße und da vorne, wo ich jetzt neu angepflanzt habe, da dauert das Ewigkeiten. Wirklich Ewigkeit. Ich weiß auch gar nicht, ob da nicht jemand nachgeholfen hat mit dem Wachsen. Aber wie gesagt, diese Brücken, die ich gebaut habe, um den Rasen darüber wachsen zu lassen, über den, ja, über die Straße mehr oder weniger, die sind ja auch weg. Wäre auch mal interessant zu wissen, ob man nicht auch im Multiplayer Bienen züchten kann. Irrsinnig laute Viecher. Zack, zack. Ja, die Hide kann ich da eh nicht reinschmeißen, die versteht er ja wieder nicht. Spinnt die Maus schon wieder rum. Beziehungsweise die Tastatur. Wobei mein ganzer Computer spinnt. Und ich bin auch nicht normal. Werden wahrscheinlich eh manche von mir sagen.
Ist doch total verrückt. Sitzt ja jeden Abend vor der Kiste und zockt Minecraft. Meine, andere Leute sitzen jeden Abend vor der Glotze und ziehen sich die Tagesschau rein. Das soll jeder selber wissen. Eine große Katze. Haben wir noch reichlich, aber ich könnte noch mal Möhrensaft nachkippen. Jetzt noch eine Lage Steine zusammenkriegen hier. Die Samen sollte er doch eigentlich verstehen. Auch nicht das meiste. Nee. Hier gibt's kein Tümpel mehr. Ich verstehe auch gar nicht, dass hier so viele Schlangen sind. Ist doch eigentlich eher kühl und sumpfig. Aber ja gut, wir haben ja auch Palmen im Schnee, von daher wundert mich das alles nicht wirklich hier. Ja, ich würde sagen, das sieht dann noch nach einer etwas längeren Mission aus hier, bevor ich dann wirklich mit den inneren Mauern anfangen kann. Nee. Und da ist dann auch die Frage, aus welchem Material ich die dann letztendlich
baue, ob ich da nicht dann vielleicht auch diesen beschrifteten Stein nehme oder einfach nur normalen, so wie den, den ich jetzt hier gerade verarbeite. Und dann, ich wollte noch ein paar Säulen, ein paar ist gut, große Säulen machen. Da könnte sich das vielleicht auch ganz als ganz schick erweisen, wenn man diese Säulen mit den Hieroglyphen schmücken würde. Aber wie schon oft gesagt, es ist alles ein organischer Prozess, in dem das hier alles stattfindet. Und nachher sieht es dann ungefähr so aus, wie ich mir vorgestellt habe. Ich würde schon sagen, eine Katze, eine wichtige? Kann nicht sein. Ist ja kein Dschungel hier. Der letzte auch immer ein Fail sein muss hier. Ich verstehe das nicht. Nee. Jetzt ist mein Java-Updater schon wieder angesprungen. Das ist auch total super. Zeigt er mir an, so, ja, Java 8 Update 11 verfügbar, runterladen, ja, nein. Und dann gehe ich auf, ja, mach mal. Und dann, Java Binary wurde geschlossen, hat einen Fehler verursacht. Also da klappt schon die Installation nicht. Was natürlich extrem großes Tennis ist, muss man ja sagen. Vielleicht sträubt sich aber auch mein Computer einfach nur dagegen. Die Sache, der ist auch ein bisschen verrückt. Hat manchmal ein bisschen einen eigenen Kopf. Ich vergleiche das immer gerne so an und für sich. Computer haben so den... den Style einer sechsjährigen Zickigen, die ihre Gummibärchen nicht gekriegt hat. Zwei, drei. Ja, sieht doch gut aus. Wie gesagt, jetzt kommt noch die Mauer von innen an. Ja, Fußboden fertig machen. Da haben wir ja heute auch wieder einiges geschafft. Im Großen und Ganzen nicht viel von zu sehen, aber das geht voran hier. Ich hoffe, ihr hattet zumindest ein ganz klein wenig Spaß beim Fußbodenbau mit mir zusammen jetzt hier und heute. Und wenn ihr davon nicht genug bekommen könnt, dann könnt ihr ja gerne mal auf meinem YouTube-Kanal unter youtube.com/rotzkocher vorbeischauen, wo es die alten Folgen Haukenland und auch ein Let's Play von Fallout New Vegas gibt, plus noch das ein oder andere mehr. Wenn ihr das, wovon ich eigentlich ausgehe, bei YouTube seht, dann schaut doch auch vielleicht mal abends ab 20 Uhr unter twitch.tv/rotzkocher, weil da sind nämlich die täglichen Livestreams aus dem Haukenland. Und wenn ihr meinen ganzen Quatsch mitbekommen wollt, also dann sehen wollt, wenn die Videos online gehen, beziehungsweise mein Livestream anfängt, die Sachen, die ich retweete oder vertwitter, dann könnt ihr das gerne machen. Abonniert mich da unter @rotzkocher. Und ansonsten ist ein Abo immer gerne gesehen. Lasst mir einen Daumen da bei YouTube oder schreibt mir in die Kommentare, beziehungsweise hier in den Live-Chat. Und jetzt wünsche ich euch noch einen guten, eine gute, eine irgendwas. Und wenn ihr mögt, dann sehen wir uns morgen Abend wieder. Und bis dahin macht's gut. Ciao. Vielen Dank, dass du dabei gewesen bist. Und wenn du magst, was du hier gesehen hast, dann lass mir doch einen Kommentar oder einen Daumen nach oben da. Wenn du auf Fodor klickst, kannst du meinen Kanal abonnieren. Und unter den Links findest du die Playlist von meinen anderen Let's Plays.